Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zum zweiten Teil unseres Let's Plays der Demo von Final... Won't keep you in the dark. I've got just the thing. Danke für die Unterbrechung. Von Final Fantasy 15. Und im letzten Part haben wir erstmal das Tutorial gemacht, sind hier so ein bisschen rumgelaufen und haben gegen so ein paar Monster gekämpft. Und ja, jetzt wird es dunkel, anscheinend. Und wir müssen uns jetzt mal ausruhen. Hier irgendwo, denn ihr seht, ja, es dämmert. Es wird langsam zappenduster. Und ich weiß selber ehrlich gesagt gar nicht. Wait, what? Magitech-Soldaten. Ah, wie schön, Magitech aus Final Fantasy 6. Auch wenn die Grafik gerade ein bisschen umgeglitscht ist. Beziehungsweise die Kamera. Oh, okay. Na, das nenne ich mal Random Battles einer neuen Generation. Da kommen sie, okay. Zack, und direkt hinter. Oh, nein, direkt kassiert. Gut, Noctis, stell dich nicht so an. Jetzt wollen wir die Leute hier mal ein bisschen aufmischen. Oh, okay, sie haben anscheinend grüne Haut. Er hat seinen Helm verloren. Jetzt stirb doch endlich mal, Mensch. Du hast ganz schön viel HP, weißt du das? Von wo? Da kommt ein Angriff. Ah, was? Ich hätte das wohl richtig blocken können, aber war wohl zu blöd dazu. Er steht hier ganz alleine mit seiner Fahne. Haben wir auch den erledigt. That's all she wrote. Also das finde ich geil, muss ich sagen. Weil dadurch, dass man... Also für mich war das jetzt zumindest so ein bisschen dieses Random-Battle-Gefühl. Weil wir haben ja keine Random-Battles mehr, denn ich kann ja die Leute hier schon auf der Karte sehen oder die Gegner. Aber dass auf einmal so ein großer Transporter kommt mit Gegnern, das hatte für mich jetzt so ein bisschen wirklich diesen Random-Battle-Charakter. Und oh, guck dir mal die Sterne an, das ist schön. Einer dieser Planeten könnte der Planet Gaia sein. Oder Spira. Gut, genug davon. Ich muss jetzt hier so einen Rastplatz finden, beziehungsweise mich irgendwie hinsetzen zum Campen. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie das geht. Gucken wir mal hier ins Menü. Ich habe hier nur Inventar, Optionen, Rückkehr. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen ja nicht wieder irgendwo hingewarpt werden. Okay. Ist blöd. Was? Was? Was hat er denn? Einfach mal schreien. Da leuchtet was. Das ist aber, glaube ich, jetzt schon der nächste Questpunkt. Und ich will ja noch nicht den BMW jagen. Ich will ja erstmal campen. Irgendwo wieder Gegner. Ah, okay. Diese kleinen hässlichen Wichtel. Die frühstücken wir natürlich auch ganz schnell ab hier. Ja, Schlag ins Leere, Noctis. Ist okay. Was? Also, die Kamera ist echt beschissen, das muss ich mal sagen. Ich sehe die Gegner die meiste Zeit gar nicht. Ich bräuchte hier wirklich irgendwie so ein richtiges... Ich meine, ich habe ihn ja jetzt anvisiert. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, die Kamera zentriert sich nicht auf den Gegner. So, wenn ich jetzt beim nächsten Gegner bin, ich drehe mich jetzt hier hin, jetzt bin ich da. Das hat jetzt funktioniert auf eine lange Distanz. Okay, auf eine kurze Distanz. Obwohl hier nichts drumherum ist, keine engen, ja, keine Gebäude oder irgendwas, ist es trotzdem so, dass ich die Gegner verliere. Das ist scheiße. Also da müssen sie definitiv noch dran arbeiten. Was? Schon wieder? Wo denn? Ach, da hinten. So ein Lock-on-System wie bei Kingdom Hearts wäre gut, weil da zentriert sich die Kamera dann ja wirklich auf den Gegner, den man immer hat. Aber das ist hier irgendwie bisher noch nicht so.
Don't do anything I wouldn't. Same to you. Aber natürlich sind wir einfach komplett im Walrad. Und frühstücken die kleinen Kerlchen auch ohne anständige Kamera ab. Weil wir einfach krass drauf sind. Okay, jetzt. Ich kann die Distanz noch nicht ganz einschätzen, welche Reichweite meine Angriffe haben. Oh ja, und da ist mal wieder ein Spiel, das ich mit PS Plus und gratis bekommen habe, installiert worden. Sorry, ich hätte das vielleicht vorher ausstellen wollen. Die stecken aber schon eine Menge ein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Teamkollegen viel mehr Schaden machen als ich. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig jetzt, da ich ja der Protagonist bin. Hm. Da kommt ein Angriff, aber... Guck mal, ich kann ja hier echt stundenlang auf den draufkloppen, das juckt den kaum. Oh, ah, wo kommt die denn auf einmal wieder her? Ich habe gar kein Dings gesehen hier. Kein Transporter oder irgendwas. Au! Ich muss jetzt mal MP sammeln für den guten Rundumschlag. Der bietet sich hier, denke ich mal, an. Weil hier so viele Gegner drumherum sind. Bam! Das ist mir jetzt hier zu bunt. Ich muss mal ein bisschen in Deckung gehen. Bit of more than we can chew. So, ich müsste mal wieder genug haben. Und auf die Fresse. Ach, guckt euch das mal an. Das ist ja nett. Die Gegner kämpfen auch wirklich untereinander. Das ist cool, Mann. Das ist gut, weil dann hast du wahrscheinlich auf der Karte halt auch ja, andere Fraktionen. Oh nein, was ist da los? Komm, ich helfe dir. Komm her. Whoa, 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 was geht mit ihm? Okay. Ah, nein. Ich krieg das mit dem Timing noch nicht so ganz hin bei den Blocken. So, jetzt aber. Okay. Also, sah cool aus, aber ich habe nicht ganz genau gesehen, was jetzt passiert ist, weil die Kamera wieder scheiße war. Nein, da ist schon wieder einer down. Oh mein Gott! Komm, wo bist du? Ah, okay, jetzt hat der andere ihn gehalten. Schon hier gar kein Ende mehr? Was? Schon wieder Verstärkung? Ja, leck mich doch am Arsch. Jetzt reicht's mir. Ich laufe jetzt einfach mal weg. Weil eigentlich müsste man hier aus dem Kampf auch fliehen können. Das wird mir jetzt zu bunt. Ah, ja, okay, Gott sei Dank. Oh. Was ist denn mit Ignis los? Ach, der ist vergiftet oder was? Hm. Erstmal sichere Distanz und jetzt. Ignis, kann ich hier nicht. Hier, komm, Kollege. Kann ich nicht irgendwie heilen? Vielleicht, ich müsste doch bestimmt ein Antidot oder sowas haben. Ja, ich habe sogar ein Gegengift. Aber benutzen kann ich das anscheinend nicht. Hm. Der kratzt doch jetzt schon wieder ab. Ja, Kollege. Wie kann ich dich heilen? Ich meine nicht, dass es einen Unterschied machen würde bisher. Weil selbst wenn die umfallen, stehen die einfach wieder auf, wenn ich den auf die Schulter klopfe. Aber, schon so ein bisschen blöd. Na gut, ich laufe jetzt einfach mal zu dem Punkt da. Ich weiß nicht, wie es campen geht. Ich weiß... Oh nein, das ist ein Gegner. Mal... Nein. Okay, das war ein kurzer Kampf. Ne, ich müsste ja nicht nochmal gegen die kämpfen. Ich mache jetzt einfach weiter hier, weil bringt ja nichts. Knock, over here. Yeah. Ja, okay. Ach, mir dämmert's. Ich bin ein Vollidiot. Spring doch da hoch. It's break time. Ja.
Das war die ganze Zeit der scheiß Rastpunkt. Oh, ich bin ein Vollpfosten. Ja, also hier können wir jetzt rasten. Und uns ausruhen. Und meine Informationen zufolge, die ich aus der Presse... Wow, Eintopf. Nom nom nom. meine Informationen zufolge ist es so, dass man wirklich nur... Also man kämpft die Zeit über und erst wenn man dann rastet, wenn man dann Pause macht, dann kriegt man erst Level-Ups. Dann wird die XP erst aufgerechnet anscheinend. Und dann müsste das jetzt eigentlich bei uns auch gleich so sein. Krieg ich auch ein Bild? Das wäre ganz cool. Nein? Ja. Eintopf. Lecker. Oh, schmackhafter Eintopf. Und der gewährt uns anscheinend auch Stat-Boni. Gewisse Buffs. Nämlich Gesundheit hier zum Beispiel, ne? Der dann für den nächsten Tag über anhält. Okay. Jetzt müsste ich eigentlich Level-Ups kriegen. Ah, guck mal hier. Ah, ja, okay. Da, genau, da sind die Level-Ups. Und da sieht man auch schon, dass Noctis deutlich ein geringeres Level hat als die Teamkollegen. Deswegen machen meine Schläge anscheinend auch so wie Schaden. Oh yeah, da war sie endlich, die Fanfare. Okay, also bekommt man sie anscheinend nicht, wenn man Gegner besiegt, sondern wenn man rastet. Warum nicht? Ist okay. Solange die Fanfare im Spiel ist, soll mich das nicht jucken. Let's hit it. Let's roll. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter. Oh, das wieder, ich muss mir nochmal... Leute, ganz ehrlich, ich finde... Die Landschaft ist wirklich ultraschön, ja? Kann man nicht anders sagen. Auch hier wieder klar. Wenn man jetzt in die Ferne guckt, dann ist es zum Teil sehr grisselig, sehr pixelig noch. Die Weitsicht ist nicht die beste, beziehungsweise die Auflösung der Weitsicht. Aber es ist halt eine Demo und ich denke mal, die werden daran noch arbeiten. Das waren ganz schön viele. Und ich sehe wieder nicht, wo und... Ja, raste komplett aus, schlag ins Leere! Worry about yourself. Ich find's schön, dass sie beim Kampf miteinander reden. Ich lehne mich jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit aus dem Fenster, aber wir sind die Kollegen aus der Boyband hier jetzt schon sympathischer als so ziemlich jeder Charakter aus 13. Hier zu bleiben. Kann ich mich da nicht wieder jetzt irgendwie an dem Pfosten irgendwie hoch? Nein? Ja. Das, wo denn? Wo denn? Focus. Ah, da kommt schon wieder so ein Schiff anscheinend. Und ganz kurz, zieht euch mal rein, wie geil einfach die Klamotten im Wind wehen und die Haare. Also das sieht wirklich fesch aus. Kann man nicht anders sagen. Aber gut, wir wissen ja, Grafik allein macht kein gutes Spiel. Denn gute Grafik hatte 13 auch. Ich schaue jetzt mal, wo wir hier den nächsten Punkt haben. Okay. Das sind jetzt alles diese Behemoth-Quest-Punkte anscheinend. Dann nehmen wir einfach mal den nächstgelegenen und laufen wir hin, würde ich sagen. Denn wie gesagt, nur gute Grafik macht kein gutes Spiel. Das Gameplay ist viel wichtiger. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal weiter an, was uns 15 da so entgegenwirft an Gameplay. Wo denn? Ich sehe die Gegner überhaupt nicht. Eine Daune. Was auch immer ich mit dieser Daune machen kann. Ich hab jetzt auch keinen Bock hier wieder zu kämpfen. Das reicht jetzt. Ich will nicht mal weiterkommen. Ja!
I believe that is what they call a clue. Ah, okay. Also hier hat der Behemoth anscheinend irgendwas weggesnackt. Wie man an den Blutspuren auf dem Boden sehen kann und den zersammelten Bäumen. Ich schau mal, wo der nächste Punkt ist. Ja, müsste ich wohl nur geradeaus laufen. Du stehst mir im Weg! Dicke Kuh, was auch immer! Ihr geht mir auf den Sack, ihr hässlichen Biester, ne? Okay, da hat die Kamera gerade wieder ein bisschen geglitscht. So. Meine Güte. Die Straße runter wollte ich, ne? Oder? Ja. Müsste jetzt also hier eigentlich sein. Fongo! Ongo! Ah, wie schön! Waren Fongo Ongos nicht... waren Fongo Ongos nicht diese Pilzgegner bei Final Fantasy X? Wie man zuerst auf der Mienstraße, glaube ich, trifft? Ich glaube, das waren Fongo Ongos. Ich kann mich jetzt täuschen, aber das ist wieder, ja, ich sag mal, ein schönes Kopfnicken in die Richtung der Tradition der Reihe. Die auch bei 13 irgendwie komplett ab Absurdum geführt wurde. That's all she wrote. Ist jetzt ein bisschen off-topic, weil es auch jetzt nichts mit 15 zu tun hat, aber das möchte ich noch trotzdem jetzt mal an dieser Stelle erwähnen, weil ich jetzt zum Beispiel schön finde, wie hier Sachen aus der Vergangenheit benutzt werden und bei 13 die irgendwie komplett... ja, schlecht reingeworfen wurden. Ich werde es nicht vergessen, wie ich gegen Ende des Spiels beim 13 eine Waffe für Lightning gefunden habe. Und die hieß halt, ich glaube, Löwenherz. Und Löwenherz war ja, meine ich, die ultimative Waffe für Squall in 8. Und alleine der Fakt, dass Lightning ja auch eine Art Gunblade hat, habe ich mir total den Arsch abgefreut. Dachte, oh geil, jetzt hat sie wahrscheinlich so ja, die Waffe von Squall aus 8, wenn sie schon Löwenherz nennen und so weiter. Guckt mir die Itembeschreibung, da steht doch irgendwie legendäre Waffe eines Helden und so weiter. Ah, oh, geil, Easter Egg und so weiter. Rüste diese Waffe aus und es ist irgendwie so ein kotzhässliches, himmelblaues Hirschgeweih, ja? Und das ist wirklich so stellvertretend für das, was bei 13 so schief läuft. Und ich denke, wollt ihr mich verarschen? Ach oh, Gott. Aber bisher ist das ja hier bei 15 anscheinend nicht so. Wobei, hey, ich rage jetzt hier ein bisschen über 13, aber nur weil der Name Fongo Ongo da steht, ist das jetzt immer noch keine anständige Repräsentation von dem Gegner Fongo Ongo. Aber wir lassen uns weiter überraschen. Wir lassen uns weiter überraschen. Das wollte ich nur mal kurz loswerden. So, jetzt wollen wir mal hier schauen. Da vorne noch etwas mehr als 100 Meter. Oh, da ist halt wieder was. Ein weiteres Spiel wurde installiert. Entschuldigung. Also, das ist wirklich schon weitreichend. Das erinnert mich so ein bisschen an Red Dead Redemption, wenn man da kein Pferd hatte. Und hier einfach nur in der Puste rumgelaufen ist, dann kann das schon sehr lang dauern. Aber ist cool, ich erkunde gerne. Bet I know who did this. I hope it can't smell my fear. Vögel. Ah, okay. 3 von 3 Spuren gefunden. Ah, okay. Jetzt bin ich anscheinend einfach nur in dem Quest selber weitergekommen. Und könnte jetzt wahrscheinlich näher zum Behemoth laufen. Das ist auch schon direkt ein Questmarker. Ist das der richtige? Aber da sind doch noch andere Punkte. Sind denn das jetzt noch für andere Punkte? Sind das jetzt komplett neue Sachen oder sind das Sachen, die ich einfach
ja, jetzt quasi missachtet habe, weil ich andere Hinweise in der Quest gefolgt bin. Kratzspuren und so weiter, abweichende Spuren, das deutet ja eigentlich darauf hin, dass es auch zum Behemoth gehört. Aber ich bin ja ein Completionist und deswegen, oh, grasig. und deswegen möchte ich natürlich alle Spuren abgehen. Vielleicht triggert das ja irgendwelche netten Dialoge mit den Backstreet Boys. Time to meet the Chocobos. I hear ya. Was? Chocobos? Chocobo-Mief. Ja, hm. Chocobo, wo sind Chocobos? Ich liebe Chocobos. Hallo? Also ich will keine Chocobos. Vielleicht wenn ich hier hochgehe, vielleicht von oben? Dann könnte ich ja eventuell einen besseren Überblick haben. Choco... Gegner, aber keine Chocobos. Auch wenn ich die Gegner jetzt auch wieder nicht sehe. Easy as they come. Let's clean them up quick. Ah, okay, ich krieg auch Fallschaden. Das ist auch gut. Wo geht's denn jetzt hier lang? Ist mir jetzt egal, ich nehme jetzt hier den Punkt. Den da. So, und dann laufen wir dahin. Weil ich mich jetzt erstmal zurechtfinden muss. Ich glaube, ist das jetzt die richtige Richtung? Weil quer über den Berg rüberlaufen kann ich wahrscheinlich nicht. Stay sharp. No mas, no fuss. Ja, ich finde die Dialoge oder die Aussprüche von den Typen ganz nett. Jetzt laufen wir aber mal zu dem Punkt. Ich laufe jetzt einfach quer um den Berg drumherum. Da wird schon richtig sein. Oh, habt ihr das gesehen? Also ich bin jetzt die ganze Zeit gesprintet. Und irgendwann war Noctis erschöpft und er hat einfach kurz innegehalten, sich den Schweiß von der Stirn gewischt. Und ja, finde ich, es ist ein schönes Detail, auf jeden Fall. Und hier haben wir eine Sackgasse. Toll! Ach, so eine Scheiße. Dann muss ich doch oben rumlaufen. Weiter wohl. Ich höre ja auch die ganze Zeit so ein kleines Grollen oder Atmen. Ich glaube, das könnte schon der Behemoth sein. Da muss ich aufpassen. Ich möchte den jetzt nicht aus Versehen in die Arme laufen. Right. Here we are. Ah, okay. Highness, a moment. So much for tracking the scent. Eine weitere Kratzspur. Eine sehr große Kratzspur. Ich möchte jetzt aber eigentlich, ehrlich gesagt, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen langweilig ist, ich möchte aber eigentlich die ganzen Punkte ablaufen, denn ich möchte einfach wissen, was sich an den anderen Orten auch noch befindet. Also laufen wir anscheinend den Weg wieder zurück. Ja, sorry, das war jetzt eine sinnlose Unternehmung. Es wäre cooler, wenn ich hier gerade im Wald bin, wenn ich mich irgendwie mit meinem Schwert an den Bäumen halt langhangeln könnte. So immer hin und her teleportieren könnte. Das wäre doch eigentlich ganz cool, weil dann würde ich auch schneller vorankommen zu Fuß. Und es sieht sehr fesch aus. Verstehe ich jetzt nicht, warum sie das hier nicht mit implementiert haben. Aber hat vielleicht technische Hintergründe oder Hardware-Probleme. Wow, what? Ja, zieh mal dein Schwert einfach. Warum nicht? Achso, wahrscheinlich, weil zum längeren Laufen muss ich
die Viereck-Taste gedrückt halten und die ist. Wow, Chocobos! Doing it how it's done. Couldn't ask for more. Well done. Chocobos! Kommt her, meine Chocobos! Ich möchte auf euch reiten. Los, ich will auf dich reiten, komm her! Nein, nicht weglaufen. Bleib hier. Hallo. Aber warum sind die schwarz? Ich meine, sollten Chocobos nicht gelb sein? Aber gut, okay. Da sind das halt die mega schwarz gezüchteten Chocobos von der Chocobo Farm aus Final Fantasy 7. Warum nicht? Aber anscheinend kann ich mit denen jetzt nicht weiter interagieren. Schade. Aber hey, Chocobos. Finde ich super. Ich liebe Chocobos. Ah, es gibt auch eine Chocobo Ranch. Da müssen wir unbedingt nachher hin. Aber ich muss erstmal. Wo ist denn dieser eine Punkt? Das ist noch ein bisschen schwer hier zu orientieren für mich. Weil irgendwie kann ich den ja gerade nicht auf der Karte auswählen, warum auch immer. Oder ich war gerade einfach nur blöd. Nein, jetzt muss er dann rechts. Ein bisschen weiter nach unten. Es wäre auch hilfreich, wenn man halt eine Minimap hätte oder zumindest wahlweise sich eine Minimap einblenden lassen könnte. Dann würde ich dich die ganze Zeit rumlaufen, Pause drücken, rumlaufen, Pause drücken. Ich sehe die Gegner zwischen den scheiß Büschen nicht. Boah, diese Kamera, ey. Greif doch einfach den Gegner an, den ich will. Nein, schlag lieber ins Leere. Die Kamera dreh dich, so dass ich die Gegner nicht mehr sehen kann. Oh. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon hier über die Kamera geraged habe, aber die ist echt. Also da ist definitiv Nachholbedarf. No use hanging around here. So, jetzt schauen wir. Ja, müsste vor meiner Nase sein, aber ich sehe hier ehrlich gesagt gar nichts. Doch irgendwo hier sein, oder nicht? Komisch. Vielleicht da bei dem Stein? Komisch. Da vielleicht? Das sieht aus wie der König der Löwenfelsen. Da vorne. Und der ewige Kreis. Kann ich da hochklettern vielleicht? Oh, was ist das? Ja, ich weiß, ich werde sehr schnell abgelenkt von anderen Sachen. Ist das irgendwie so eine Ölförderungsanlage oder? Ach, die sind hinterm Zaun jetzt. Erwischen die mich? Also ich erwische sie schon. Ja, okay, sie erwischen mich auch. Das heißt, ich habe keinen Vorteil davon, in diesem Käfig hier zu kämpfen, anscheinend.
Dann wäre es vermutlich ratsamer. Oh, Kamera. Wenn ich hier rausgehen würde. Wenn du mich lassen würdest, dann würde ich hier jetzt auch gern rausgehen. Ja, danke. Metallteil. So. Auch tot. Also auch wenn es Spaß macht, gegen die ganzen Gegner hier zu kämpfen, ich habe das Gefühl, die Kämpfe gehen so ein Ticken zu lang. Es ist wirklich nicht viel, aber gefühlt ist das so ein bisschen zu lang. Deswegen laufe ich jetzt auch wieder weg, weil ich keinen Bock mehr habe. Also ein ganz klein wenig zu lang. Oh, eine Straße, gehen sie schon. Oh, ein Auto. Hey, nehme ich mit. Map, map. Der fährt einfach weiter. Arschloch. Ja, verpasste Gelegenheit, zu trampen, würde ich sagen. Aber ja, wir sind on the road again. Und diese verpasste Chance zum Trampen würde ich als Anlass mal sehen, hier mal wieder einen Cut zu machen. Das war ein ziemlich planloser Part. Wir sind nur durch die Gegend geirrt und haben keinen wirklichen Progress gemacht. Aber das werden wir in dem nächsten... Was? Hey, was? Wo? Du blöder Assi! Wetten, das war derselbe, der hat nur gedreht, um mich abzufacken? Ah, na gut, den knüpfen wir uns vor. Und zwar im nächsten Part. Klickt also auch wieder das nächste Mal rein und bis dahin sage ich Tschö mit Ö!